Das Klack-Fahrradkino ist diesen Sommer in 16 Städten deutschlandweit unterwegs. Dabei sitzt das Publikum auf Fahrrädern und erstrampelt den Strom für das Kino selbst. Klack interessiert sich aber nicht nur für Fahrräder und Energie. Wir treffen Menschen, die uns zeigen, wie wir nachhaltiger und vor allen Dingen schöner leben können. Und genau mit diesen Menschen möchte ich jetzt sprechen und mehr über ihre Erfahrungen und Ideen herausfinden. Wir sind heute im Odonien in Köln, wo unsere 5. Klack-Fahrradkino-Veranstaltung stattfindet. Und hier treffen wir Philipp von The Good Food. Hallo. Moin. Und es geht mal wieder ums Essen, eins meiner Lieblingsthemen. Diesmal geht es um Gemüse und Obst, was auf den Feldern bleiben würde und es noch nicht mal in den Supermarkt schafft. Philipp, was ist denn The Good Food? The Good Food ist ein Supermarkt und da verkaufen wir gerettete Lebensmittel, die wir bei den Landwirten einsammeln. Im Laden gibt es das dann zum Zahl, was es dir wert ist, Preis. Was ist mit dem Gemüse? Ja, ganz oft ist es wie bei den Sachen sowieso schon aussortiert. Das, was eh nicht verkauft werden kann, weil hat eine Macke oder eine Delle oder ein Detsch oder ist ein bisschen zu klein oder ist schon zu groß und könnte holzig sein. Es ist schon super viel Energie und Zeit und Liebe und Land und Wasser investiert worden. Warum sollte man das jetzt nicht auch essen? Was machst du, Philipp, bei The Good Food? Ja, ich habe mir gedacht, als ich diese Unmengen an Essen gesehen habe, wie sollen wir das denn so schnell alles loswerden? Dann muss man es eigentlich doch am besten direkt haltbar machen. Eine Suppe und einmal aufkochen oder eine Marmelade machen oder einen Chutney oder irgendwas, was ein bisschen länger hält als das Gemüse so in der Kiste. Und dann bin ich auf einmal Koch geworden. Wenn wir eine ganze Sprinterladung Kartoffeln einsammeln, so schnell kriegen wir die gar nicht verteilt, aber hier an einem guten Wochenende jage ich die durch die Fritteuse und krieg direkt ein paar hundert Leute satt. Mit Pommes? Mit Pommes, geretteten Fritten. Ich habe gehört, dass bis zu 30% Gemüse auf den Feldern liegen bleibt, was gar nicht in Supermärkten kommt. Und bei Kartoffeln sollen es sogar bis zu 50% sein. Wie groß kann ich mir dann die Dimension vorstellen, was ihr so abholt? Bei dem Biolandhof, wo wir diese Kartoffeln abholen, sind so zwei große Kisten. Da passt so jeweils eine Tonne rein und die machen die halt auch durchaus mal in der Woche voll, je nachdem, ob die gerade ernten und sortieren. Aber sind schon echt große, große Mengen. Ja, und das ist halt der eine Hof, wo wir abholen. Wir könnten ja noch 10 Höfe im Umkreis von Köln abklappern und dann werden immer noch Kartoffeln über. Also warum wird denn diese Kartoffel nicht geerntet normalerweise? Die sieht doch eigentlich total gut aus. Das sind vielleicht so von außen sieht sie ganz Stellen. Gut aus. Und wenn die jetzt ausschneidet, ist hier so ein kleiner Stippen und der reicht schon. Ne? Wenn die Leute schon einen Preis zahlen müssen, dann wollen sie auch das Beste für diesen Preis haben. Und dann, wenn sie die Wahl haben, nehmen sie halt das Schönste. Der Einzelhändler würde sagen, ja, die Hausfrau, die sagt, nee, so kleine Kartoffeln, das Schälen, das dauert ja ewig. Aber die Hausfrauen, mit denen ich so im Laden rede, die sagen, ja, wieso, ich schäle die eh nicht, wieso, das sind auch Bio-Kartoffeln, die isst man mit Pelle, das ist halt nun mal Natur. Manchmal ist da halt eine Delle dran und dann ist das auch okay. Es gibt ja auch Menschen mit Macken. Die werden natürlich im Kapitalismus auch aussortiert. Worum geht es dir denn persönlich? Also, ja, persönlich, ich kriege den Soziologen, den Studierten aus mir nicht ganz raus. Und intuitiv ist es, das ist doch auch lecker. Warum isst man das denn nicht? Und gesellschaftstheoretisch wird dann daraus, warum leben wir in einer Gesellschaft, in der nur weil etwas ein bisschen mehr Mühe fordert, das dann direkt aussortiert. Nicht mal mehr in Erwägung gezogen, ob man da noch was mit anfangen kann. Mittagsmahl fertig, wa? Dann sind wir quasi fertig. Kommen die jetzt auf den Herd. Dampf. In den Krautsalat. Moment. Würdest du sagen, dass du Vorteile hast als Koch von geretteten Lebensmitteln? Ich kann Bio, Fairtrade, saisonal und regional alles eh.
ne, weil es halt da ist und auch so viel ich möchte und so viel ich meine, dass es reingehört. Wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich müsste den Essig, mit dem ich das hier anmache, kaufen, dann würde ich sehr viel weniger nehmen. Das ist im Prinzip qualitativ hochwertiger und eigentlich ist es aber offiziell Müll. Das ist irgendwie, ja. Absurd. Das ist echt absurd. Ja? Das ist wirklich. Das Essen kommt. Dankeschön. So. Mmh. Guten Appetit. Danke. Echt ein tolles Thema, oder? Essen. Nicht nur lecker, sondern auch total gesellschaftlich und politisch.